100 Kilometer auf dem Rennsteig in 3 Tagen. Zum Glück mit dem E-Bike. Klingt einfach, aber ich will mal sehen, ob ich als Freizeitradfahrer mit dieser Distanz klarkomme. Und der Rennsteig ist nicht irgendein Radweg. Wir sind in der Wildnis des Thüringer Südens unterwegs und wir werden ziemlich oft auf uns alleine gestellt sein. Reisegruppe Chaos. Oh. Also wir können auf die Straße und dann kommen wir wieder zurück auf den Weg. Wir haben eventuell Benny und Benny verloren. Alter. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Du bist Daniel? Ja. Ich bin Jonathan. Ja. Du bist die Räder. Ja, ich bringe die Räder. Perfekt. Ist egal, wer welches kriegt, wir können einfach aufsatteln und los. Wer ist denn jetzt alles? Wir vier, alles? Die wir hier stehen, wir fahren. Wir vier. Ja. Wie lade ich denn? Hier einen Druckknopf und dann können wir raus. Das war's schon. Ja? Also zum Laden. Ne? Ja, aber Ladebuchse und wo ist das Kabel dazu? Ja, das gebe ich. Achso, gibst du uns mit? Okay. Das müsst ihr auch. Sag mal, wie weit kommen wir mit einem Akku? Knapp über 50 Kilometer werden wir, weil ihr heute den Anstieg habt. Wenn ihr dann oben seid und habt nicht mehr so große Anstiege, vielleicht auch 56, 58 Kilometer auf dem Rennsteig. Okay, wir haben 40 geplant. Das heißt, wenn ich 40 heute radeln möchte, das komme ich mit dem Akku hin. Fast im Turbo fahren, ja. Ich kann im Turbo fahren. Yes! Guck mal, das ist Alex. Hallo. Hi, ich will dich kennenlernen. Jonathan. Alex, hallo. Du zeigst mir gleich, was alles wichtig ist und worauf es ankommt, damit wir überleben. Genau, so machen wir das. Was für ein Schwierigkeitsgrad ist der Rennsteig? Also wem würdest du das empfehlen, darauf zu fahren? Den Rennsteig kannst du eigentlich kann jeder fahren, der ein bisschen ambitioniert ist, ein bisschen Rad fahren kann und sicher ist vor allem. Weil es gibt ja doch mal hier und da eine Wurzelpassage. Ja. Da sollte man schon vorausschauend fahren, würde ich sagen. Wegen der Wurzel? Wegen Wurzelpassagen, genau. Ob vielleicht doch mal loser Schotter ist, wo man vielleicht doch langsamer machen sollte. Mhm. Genau. Was ich krass finde, ist, du hast selber kein E-Bike. Ja. Ist das jetzt übertrieben, dass ich eins habe oder ist das schon sinnvoll? Kommt auf deine Kondition tatsächlich an. Ja. Wenn du den in Etappen fahren willst, ist ein E-Bike völlig in Ordnung, klar. Und ich habe jetzt 2,5 Tage Zeit. Ist das realistisch? Das schaffst du. Schaff ich. Solltest halt schauen, dass du den Akku laden kannst. Ja, genau. Das also haben wir gerade schon erklärt. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der spannendste Faktor. Ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber ich bin jetzt nicht der große Downhill- und Abfahrts- und Mountainbiker. Was für Werkzeug habe ich im besten Falle dabei? Du kannst nie alles dabei haben. Das ist einfach so. Ja. Aber selbst wenn du für dich alles dabei hast, ist es immer ganz angenehm, wenn man allgemein Werkzeug dabei hat. Es gibt ja auch mal andere Leute, die vielleicht mal eine Panne haben. Und da gehört es sich, gerade wenn man oder wenn der andere alleine ist, dass man dem einfach auch hilft mit seinem Werkzeug. Genau. Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir versuchen alles zusammenzupacken. So machen wir es. Und dann fahren wir los. Genau. So geht's. Ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme mit, auf jeden Fall Handy logischerweise. Ich habe Wechselklamotten, ich habe eine Regenjacke, ich habe was zum Übernachten, Boxershort, noch mal eine Überziehjacke. Auf jeden Fall Sonnencreme und für den Notfall, falls einem von uns was passiert, habe ich Verbandszeug, Wasser auf jeden Fall, 200 Liter. Und natürlich jetzt das gerade überreichte Ladegerät für den Akku, einen Schlafsack. Und dann werde ich mir außen dran die kleinste Isomatte der Welt packen. Ich hoffe, es reicht. Und mir kann es losgehen. Reisegruppe Chaos. Los geht's! Auf geht's! Ich bin jetzt schon ein bisschen froh, dass ich ein E-Bike habe. Alexander begleitet uns noch die ersten Kilometer raus aus Blankenstein. Für den Rest der Strecke haben wir uns Offline-Karten auf unsere Handys geladen. Laut Alex ist die Netzabdeckung auf dieser Seite des Rennsteigs aber relativ stabil. Verfahren also quasi unmöglich, sich verlieren scheinbar nicht. Wir sind 20 Minuten unterwegs und wir haben eventuell Benny und Benny, Kamera und Ton, verloren. Jetzt stehen wir an einer Gabelung. Ich wäre links gefahren, der Rennsteig geht aber noch geradeaus weiter. Jetzt suchen wir mal. Kathi, du fährst da lang. Wir fahren da lang. Und wer sie findet, wie machen wir das? Ruft den anderen an. Hä, wieso rufen die uns eigentlich nicht an? Na, wo seid ihr denn?
Wir trennen sich jetzt unsere Wege für die nächsten 2 Tage. Ihr macht jetzt euer Ding und ich fahre meine Runde weiter. Lässt uns ziehen. Sehen wir uns in 2 Tagen? Ja. Nochmal, wo verabredet und dann... Nach 100 Kilometern? Schauen wir mal. Wie es gelaufen genau. ist. Ja, cool, danke, dass ihr angekommen seid. Schön, dann sehen wir uns übermorgen. Machen wir so. Tschüssi. Macht's gut. Ciao. Ja gut. Also unser Ziel für heute ist es, dass wir ungefähr 40 Kilometer schaffen in einen Ort, der nennt sich Spechtsbrunn. Denn das haben wir schon mal recherchiert, dort steht eine Kirche, in der man übernachten kann. Und das wäre mega, wenn wir das schaffen. Aber das heißt auch, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Pedale treten. Guck mal, mit Kunst. Oh, Alter, nicht nach hinten. Ich glaube, das ist das Steilste, was ich je hochgefahren bin. Mann, machen wir Pause. Alter. Ich erfahre gerade, wir haben noch so 18 bis 20 Kilometer vor uns. Ich habe noch 15 Kilometer. Du? Ich gebe im Turbo noch 13. 13. Ich habe 48. Ich spare jetzt Akku. Rückenwind. Vorwärts. Ich will nie wieder ein normales Fahrrad fahren. Benni liegt hier irgendwie noch bei gut 10 Kilometern. Geht noch. Müssen wir jetzt mal ran. Beim Effendi Pub Bistro könnten wir das einschröckelige Fahrrad noch mal eben kurz ein bisschen zwischenladen, damit wir es auf jeden Fall nach Spechtsbrunn schaffen. Ja. Und das ist aber, wie ich jetzt gerade gesehen habe, einfach nur die Straße runter. Versuche dir jetzt deinen Akku zu wechseln. Ah, na perfekt. Wir fragen jetzt einfach nach und die werden schon laden. Okay, wir hatten jetzt wirklich Glück, dass wir was gefunden haben, was offen ist. Weil Gastro auf dem Rennsteig ist nicht einfach, vor allem hier im südlichen Teil. 12 Kilometer noch. Ein Fahrrad ist jetzt wieder aufgeladen, und zwar das von Benni, zumindest teilweise. Jetzt ballern wir aber durch, damit wir es noch schaffen, bevor die Sonne untergeht. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch die Kirche finden, aber wir sind da. Ja, so, die Kirche ist bestimmt. Wie jede Kirche in der Mitte des Dorfs, oder nicht? Das ist sie doch! Wenn das keine Kirche ist. Fantastisch. Oh. Sie lassen mich rein, ne? Ich bin hier. Ja, ich bin der Chris Schönefeld. So, dann herzlich willkommen in unserer Matthäuskirche. Wow. Und unsere 4 Betten stehen schon auf dem. Ein bisschen wie auf dem Opfertisch. Wir können uns die hinstellen, wo wir wollen? Oder? Theoretisch ja, sie können sich auf die Emporen stellen. Und nach oben auch? Auch oben, ja. Wie kommt man auf die Idee, hier Menschen in der Kirche, die ja nicht entweiht ist, ja, übernachten zu lassen? Ja gut, der Herbergsgedanke ist ja jetzt nichts grundsätzlich Kirchenfremdes eigentlich. Man hat, wenn man überlegt, Maria und Josef haben auch eine Herberge gesucht und haben eine gefunden zum Glück in einem Stall. Wir haben es da ein bisschen komfortabler. Und wie gut wird das genutzt? Kommen viele Menschen und schlafen hier? Letztes Jahr hat fast jedes Wochenende jemand gebucht. Okay. Auch aus Brasilien, aus Kolumbien, Holländer, Menschen aus München, überall. Und wie ist die Resonanz? Die sind meistens alle begeistert. Außer manche, die Brasilianer fanden es ein bisschen kalt. Gut, die waren Anfang Juni da und es war ein kalter Juni, ausnahmsweise. Ich finde, ehrlicherweise, hier ein bisschen gruselig zu schlafen. Und deswegen möchte ich gerne nicht hier schlafen, auf jeden Fall nicht auf der Empore. Ich möchte aber auch nicht im Flur schlafen. Ich glaube, ich möchte gerne oben neben der Orgel schlafen. Ich bin zu dick. Nein, ich schaff das! Vielleicht bleib ich doch im ersten Stück. Oh Gott! Jawohl. Ja, ja, ja.
herrlich. Ja. Schön. Es ist deutlich nach 0 Uhr und ich bin endlich in meinem Feldbett angekommen, in dieser abgefahrenen Kirche. Boah, ich bin einfach richtig bereit, jetzt schlafen zu gehen und freue mich einfach. Bis morgen früh. Gute Nacht. Die Nacht auf den Feldbetten in der Kirche war erstaunlich bequem, wurden heute Morgen aber schön um 7 Uhr wach geläutet von den Glocken. Wir sind jetzt schon wieder unterwegs. Es ging jetzt bisher nur bergauf auf der Route. Wir wollen nämlich heute 40 Kilometer schaffen, links und rechts anhalten können und dann vor allem uns eine Übernachtungsmöglichkeit suchen. Die haben wir noch nicht für heute Nacht. Eventuell kommt die Isomatte zum Einsatz in einer Schutzhütte oder wir finden was, wo wir pennen können. Und solange geht's bergauf und mit dieser Wahnsinnsaussicht. Der Rennsteig ist übrigens einer der meisten begangenen Fernwanderwege in Deutschland und dazu noch der älteste. Insgesamt ist er knapp 170 Kilometer lang und liegt an seinem höchsten Punkt 973 Meter über Null. In Thüringen geht's kaum höher. Oh, ich will zu meinen Kuhfreunden. Nee, nicht so tief. Die gehen alle weg. Jetzt gehen auch die Kälber weg. Ach, kommt schon. Oh, Bulle steht auf. Tschüss, Thüringer Kühe. Wenn wir so eine finden, da könnten wir drin übernachten, ne? Das würde gehen. Jeder kriegt eine Bank und einer auf dem Tisch. Ich glaube, wenn ich alleine unterwegs wäre und nicht mit euch zu dritt, dann fände ich krass einsam hier. Also man trifft was alle 5 Kilometer jemand und ansonsten ist man im Grunde eigentlich allein, oder nicht? Also muss man wollen. Aber manche suchen genau das. Ja, es ist echt krass. Keine Vollbremsung. Zu Anfang hatte ich nur eine Macke am Knie, jetzt habe ich Wasser in den Schuhen. Das tut bestimmt weh, das brennt. Ja. Ich habe doch Verbandszeug. Das ist das Ende der Motorkarriere. Das ging eigentlich so schnell. Ja. Hier ist schon ein bisschen blöd. Guck mal hier, ist richtig, ja, der Sub. Ja? Wer ist schuld daran? Das sind wir beide. Ja. Wir haben beide gleichzeitig hier gebremst und dann bist du in uns hinten rein. Ich habe auf dem Weg hierher den Tatbestand mir mal angeschaut. Wer bremst, verliert. Ja, ist doch ganz schmutzig. Jonathan, ja? Weißt du, wo wir sind? An einer Warte am Rennsteig. Rennsteigwarte. Richtig, genau. Weißt du, was wir machen? Ich hoffe, da hochgehen und uns das angucken auch hier. Auch später. Hast du Bock auf Waldbaden? Ja, klar. Wir haben dir einen extra Waldbademeister dazu geholt. Ja, sofort. Cool. Hallo. Hi, ich bin Jonathan. Freut mich. Grüß dich. Also wir gehen jetzt in den Wald, aber egal wohin, oder hast du einen Ort? Genau, ich habe eine bestimmte Runde mir schon ausgesucht für unser Waldbaden. Ja. Weil das kann man nicht einfach im Wald machen, ohne die Erlaubnis vom Waldbesitzer zu bekommen. Baden heißt aber nur, ich bin im Wald und nehme den Wald wahr. Genau, also Shinrin-yoku heißt das eigentlich. Mhm. Und das bedeutet, man badet in der Atmosphäre des Waldes. Weißt du, also, du brauchst kein Handtuch dazu, du brauchst keine Badehosen, du brauchst nur dich. Es ist eine Art, gesünder zu werden, das Waldbaden. Und eben um auch in die Ruhe zu kommen. Gerade für Menschen, die in Städten wohnen und einfach den ganzen Tag Trubel um sich herum haben, ist das wirklich eine gute Möglichkeit, einfach um zu entspannen. Da bin ich ja wirklich gespannt. Ich mag den Trubel ja. Ja, okay. Vielleicht guck magst mal, du auch wie mir die Ruhe. Stille gefällt, ja. Und jetzt können wir eigentlich schon langsam mal anfangen, einen Gegenstand zu suchen. Ja. Einfach ein, nimm bitte nichts, was du von einem Baum abbrichst. Egal was. Egal was. Und wenn du den in deiner Hand hast, packst du da deinen Alltag rein, guckst nur noch mal kurz an und schmeißt ihn weg. Und lässt deinen Alltag so hinter dir. Klassiker wahrscheinlich.
Augen schließen und jetzt spüren. Nimmst du die Geräusche wahr mit deinen Ohren? Die Vögel zwitschern. Und sich eigentlich eine große Ruhe um uns ausbreitet. Hier rein? Genau, ja, da rein. Und dann hier rüber, durch das tiefe Gras durch und nach hier vorne. Und pass bitte auf wegen Ästen. Und immer schlendern. Jetzt möchte ich von dir, oder ich lade dich dazu ein, dir einen Baum auszusuchen. Das ist mein Baum. Okay. Und jetzt guck ihn dir mal an. Lass einfach deinen Baum und die Umgebungsgeräusche auf dich wirken. Ich fange dann zwischendurch an, auf meinem Didgeridoo zu spielen. Das ist aus Glas, so wie vieles im Thüringer Wald. Und das Didgeridoo hat die Eigenschaft, sehr entspannte Töne zu machen. Und da spiele ich dir ein bisschen was vor drauf. Cool. Währenddem, dass du die Umgebung genießt. Was macht das jetzt mit dir? Ja, es ist schön. Es ist schön, einfach einen Moment zu haben, wo man nichts tut. Ja. Du kennst dich ja wahnsinnig gut aus hier in der Gegend. Und wir haben uns bisher noch nicht überlegt, wo wir heute Nacht übernachten können. Das wollten wir offen lassen. Hast du vielleicht einen Tipp für uns, wo wir gut schlafen können, was jetzt nicht ein Hotel ist oder sowas? Da gibt es eine tolle Schutzhütte bei uns hier in der Nähe. Ja. Die Büringshütte, benannt nach einem Rennsteigforscher. Die ist toll, da habt ihr morgen früh einen Sonnenaufgang. Das klingt gut. Und wo ich euch aber darum bitte, ist, dass ihr die so wieder hinterlasst, wie ihr sie aufgefunden habt. Ja. Einfach, dass sie sauber ist und schick. Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ja, perfekt. Aber das macht ihr. Dann fahren wir da hin. Ich fühle mich Disco. Boah. Alter. Was war das? Meine Kette. Meine Kette ist gerissen. Hier. Das ist. Fuck. Weil du immer im hohen Gang fährst. Das ist eine zu hohe Belastung für die Kette. Ich habe gerade gar nichts gemacht. Ich bin in einem niedrigen Gang gefahren. Die letzten zwei Tage. Nicht jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fahre gar nicht in so hohen Gängen. Das ist richtig schön hier. Was? Saugrohr. Gut, schauen wir uns unser Schlafgemach an. Oh. Oh, das wird kuschelig zu viert. Oh, und von wegen sauber hinterlassen. Kacke. Eins, zwei. Ich kann nicht auf so einer Bank schlafen, ich fall da runter. Die ist zu klein. Sie ist hier abgefahren. Kette gerissen. Du bist verletzt. Hütte zu klein. Ja. Offenes mega Knie. Schöner Ort. Wir haben in dem Sinne Glück. Wir sind gerade in der Nähe von Masserberg, also sprich nur den Berg runterrollen lassen. Und da unten ist hoffentlich ein Fahrradladen. Aber wichtig ist jetzt erstmal Übernachtung. Dass wir eine Übernachtung da haben und dann kommen wir halt morgen hier wieder hoch zum Sonnenaufgang. Aber es ist wirklich schön hier. Boah, ich hätte richtig gerne übernachtet in so einer Hütte. Man muss dazu sagen, wir haben ungefähr 5 Hütten auf dem Weg angesteuert und angeguckt und die waren alle übelst groß und schön mit so großen Bänken, da hätte man sich super drauflegen können. Aber die ist, also die ist, ich meine, der Ort ist fantastisch, aber da drin schlafen, wir müssten jetzt aufräumen, das wird super eng. Ja gut, ich rufe jetzt Hotels an. Los. Also ich glaube, man muss eigentlich sagen, wir haben totales Glück, dass wir über Masserberg sind und nicht irgendwo sonst am Rennsteig. Weil hier gibt es Hotels, die offen haben. Ich habe 4 Zimmer für uns. Also wir können jetzt runterrollen und schieben und haben wir hier was zum Pennen. Geil. Wir müssen nicht in dieser kleinen Hütte zu viert aufeinander schlafen. Oh Mann, ich bin schon auch traurig. Oh Mann! Thank you.
Ich hatte eine richtig gute Nacht im Hotel und bin entspannt. Es wurmt mich schon immer noch, dass wir keine Hütte gestern gefunden haben, aber dafür hatte ich ein weiches Bett, bin ausgeschlafen und schiebe jetzt, leider Gottes, zum Radladen und hoffe, dass wir da jetzt die Kette repariert bekommen, damit wir heute weiterfahren können. Wenn nicht, weiß ich auch nicht, was wir machen, aber wäre schon, ach, das wird schon laufen, da bin ich mir sicher. Jonathan, beim Verleiher da unten ist jemand da. Ja. Sollen wir es da einfach versuchen? Ja, na klar. Na gut, wir haben ja nichts anderes. Okay, machen wir. Naja, wir hatten eine Fasssauna im Notfall. Bleiben wir hier. Ich sitze wieder auf dem Rad. Wir mussten das leider tauschen. Ich habe ein neues bekommen, das andere holen wir heute Abend ab. Aber so kommen wir wenigstens wieder los. 20 Kilometer sind es noch bis zu unserem Ziel Frauenwald. Dort treffe ich heute Nachmittag Alex wieder. Achtung, ich bremse! Und falls ihr euch schon die ganze Zeit fragt, warum ich nur den halben Rennsteig und nicht den ganzen fahre, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Alex! Jonathan! Wir haben es geschafft! Wird auch Zeit. Erzähle, wie war's? Aufregend. Warum? Ja, es ist so viel passiert. Kathi ist gestürzt, Knie offen, meine Kette ist gerissen, ich habe ein neues Fahrrad. Was auf jeden Fall auffällig war, dass wir nicht viele Menschen getroffen haben, aber die Menschen, die wir getroffen haben, die waren alle super nett und super hilfsbereit. Spannend. Und insgesamt kann ich sagen, ohne E-Bike hätte ich es niemals geschafft. Ich glaube, sowohl konditionell nicht und vor allem nicht in der Zeit. Okay. Aber es hat riesen Spaß gemacht und ich würde jetzt gerne das ganze Stück fahren. Also nicht nur die Hälfte, sondern am liebsten den ganzen Rennen. Also ich verstehe das, wenn man so wie du sagt, ich möchte das sportlich durchziehen. Aber für mich war es richtig schön, dass wir an den ganzen Orten Pause machen konnten und das einfach genießen konnten. So wie hier, es ist einfach wunderschön. Herrlich, gell? Ja, echt ein Traum. Ja. Ich bin auf jeden Fall super glücklich, dass wir es geschafft haben und angekommen sind. Und ich habe aber auch Bock auf mehr. Und schreibt uns doch gerne mal, was euch schon alles beim Radfahren passiert ist, unten in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, klickt gerne hier. Hier ist ein Video von mir am Thüringer Meer. Und wenn ihr ausdauernde Geschichten gut findet, dann könnt ihr auch gerne hier klicken. Unsere Kollegen aus Sachsen-Anhalt, die waren auf dem deutschen Jakobsweg unterwegs.